Schnitzling Wiener und damit herzlich willkommen zu Five Nights at Freddy's 2 Demo. Ja, ich habe mir das Spiel jetzt mal runtergeladen. Ich wollte es einfach jetzt mal bringen. Am liebsten hätte ich den ersten Teil genommen, nur von dem ersten Teil her gibt es halt keine Demo-Version. Und deswegen habe ich jetzt erstmal vom Five Nights at Freddy's 2 die Demo-Version genommen. Und ja. Aber ich werde mir bald werde ich mir alle FNAF-Teile kaufen, damit ich sie halt auch nach und nach mit euch spielen kann. Ja, da würde ich mal sagen, auf New Game. Ich glaube, es ist nur eine Nacht und so, wegen der Demo. Und ja, große Neueröffnung. Hilfe gesucht. Ja. In dem Spiel geht es halt drum, falls ihr es noch nicht wisst, es ist, hier im zweiten Teil geht es halt drum. Es gibt hier sowas wie Roboter und so und es gibt auch hier seht ihr jetzt zum Beispiel, wartet, hier die Roboter und so, es gibt, hier gibt es die Musikbox, die wird aber erst später wichtig und im Spiel geht es halt darum, diese Roboter, die wollen dich halt angreifen, weil du bist für sie halt böse, aber das mit dieser Hintergrundgeschichte gibt es noch was ganz anderes, aber der Hauptsinn ist hier einfach normal 6 Nächte zu überleben. Nur hier durch die Demo ist es ja, glaube ich, erstmal nur eine Nacht, so wie ich das gelesen habe. Und ich weiß es halt schon so rum, wie es geht, weil ich habe, schon das Spiel mal durchgespielt, aber das ist jetzt auch schon so knapp 1,5 Jahre her. Selbst bin ich mir gerade richtig aufgeregt, weil ich das schon so lange nicht mehr gespielt habe. Da war Mängel, denn die Musikbox ist jetzt nicht wichtig, von denen ist auch noch jeder da. Und in der Ecke, da ist auch noch niemand. Da sind halt auch noch welche. Boah, ich hab grad richtig Schiss, weil ich das schon so lange nicht mehr gespielt habe. Früher habe ich einen nach dem anderen durchgespielt. Das war richtig cool, aber jetzt habe ich wieder richtig Angst. Denn in der Mitte ist Freddy. Daneben ist, also rechts daneben ist Chica. Und links daneben ist Bonnie. Ich glaube, so war das. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Und wenn halt hier diese Musikbox abläuft, ich glaube, das funktioniert ab der zweiten Nacht, muss man halt immer wieder so gedrückt halten, weil sonst kommt hier hin, hinten aus dieser Spielbox ja auch einer, der dich dann tötet. Da sind auch noch alle da. Gerade erst mal 1 Uhr. Ja, ab 1 Uhr hier jetzt die Musikbox. Weil die läuft da jetzt ab. Und die muss man halt auch immer gucken, damit die richtig aufgeladen ist. So, Angst, könnt ihr bitte wegbleiben? Seid ihr noch alle da? Ne, Bonnie ist weg. Bonnie, bitte bleib weg, ich mag dich nicht. Ich glaube, du magst mich auch nicht. Da, Bonnie. Das ist halt die Maske, falls hier zum Beispiel in den Lüftungsschächten oder da vorne einer von den Gegnern ist, dass du dich dann einfach so da drunter verstecken kannst. Und das ist halt das wichtigste Fan. Das ist halt immer so. Ich könnte ja weiter. Und das war halt, hier, das ist das wichtigste Fenster, aus dem werde ich auch kaum rausgehen. Oder ich werde mir jetzt nicht so die anderen Räume angucken, wer weg ist und so. Boah, ich habe gerade richtig... Bist du Bonnie? Ist er da? Boah, ich habe richtig Schiss gerade. Also ich finde, FNAF ist auch eins mit der besten Horrorspiele, die ich kenne.
3 Uhr, Nacht 1. Also wie schon gesagt, ich werde mir auch auf jeden Fall in den nächsten Tagen werde ich mir auch auf jeden Fall alle Versionen holen, also FNAF 1, hallo Chica, FNAF 1, 2 und 3, 1, 2, 3, 4. Und ich werde auf jeden Fall probieren, alle durchzuspielen und die Scheißmusik. Ich glaube, jetzt war im Lüftungsschacht Bonnie, kann das sein? Nee. Da war es Chica. Und halt, wenn die so davon stehen, muss man halt immer so mehrmals leuchten und so. Die Musikbox, Musikbox. Chica, geh weg. Ich bin gerade wirklich richtig angespannt, weil ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Bonnie nicht da, bei Lumo nicht da. Und halt, jetzt sind es glaube ich erstmal nur zwei oder drei von den Robotern, die dich halt in der ersten Nacht erstmal töten wollen. Und die Nächte werden halt immer so schwerer und schwerer. Und ja. Oh nein, davon bewegt sich gerade etwas. Hallo Freddy. Wenn man da oben auf die Nase drücken sollte, wären normalerweise immer so, oh, wären da immer so kleine Geräusche. Boah, ich hab grad richtig Schiss. Na, hi Freddy, ich mag dich auch sehr. So, jetzt ist Chica da. Hallo Chica. Dun, 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 dun. Der ist da, der ist da. Ja, oder? Das kann immer so unerwartet kommen, wenn die auf einmal vor dir stehen. Deswegen zieht sich auch hier immer wieder die Maske an. Bitte bleib weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. Dun, 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 dun. Ja gut, hallo Freddy. Ich mag dich auch. Kannst du bitte weggehen? Boah, geschafft! Geschafft. Ich glaube. Thanks for playing the demo. Ja. So, Leute. Das war's mit dieser kleinen Runde Five Nights at Freddy's 2. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen und ein Abo da. Das würde mich natürlich sehr freuen. Boah, das Spiel hat mich gerade fix und fertig gemacht. Ja, das war's mit der Demo. Und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Video und ciao.